Mein Name ist Dirk Köhler. Wir betreiben hier in Frauenreuth, 10 Kilometer von Zwickau entfernt, einen Taxi- und Kurierdienstbetrieb. Sind aktuell 15 Mitarbeiter und haben 14 Fahrzeuge im Einsatz und sind hauptsächlich im Bereich Kurier für die Deutsche Post AG und für DHL unterwegs. Die Fahrzeuge sind zweischichtig im Einsatz, so um die 300-400 Kilometer am Tag, und in der Nacht fahren wir für die Deutsche Post AG nach Hannover zum Flughafen, nach Kassel, nach Niederaula, also Langstrecke. Und da sind das zwischen 600 und 800 Kilometer nachts. Das neue Fahrzeug läuft top. Wir haben den seit Juli im Einsatz, sind 55.000 Kilometer damit gefahren und haben überhaupt keine technischen Probleme bisher gehabt. Die Mitarbeiter sind natürlich total begeistert. So ein kleiner interner Wettbewerb ausgebrochen, wer welches Fahrzeug fährt. Verständlich, weil ganz einfach der neue Crafter Spaß macht. Für mich war sehr, sehr interessant die Einsparungen, die erzielbar sind mit dem neuen Motor. Liegt so bei 15% zum Vorgängermodell. Wir verdanken pro Monat 14.000 Liter Kraftstoff, und dann ist es eine relativ simple Rechenaufgabe zu sehen, dass wir mit dem neuen Modell des Crafters gute 3.000 Euro im Monat einsparen können, was für so einen kleinen Betrieb, wie wir das denn, sehr viel Geld ist. Kann man sehr schön in Urlaub fahren, ja. Man kann aber das Geld auch in neue Fahrzeuge investieren. Wir hatten das große Glück, beides tun zu können, zum einen in den Urlaub fahren und zum anderen neue Fahrzeuge anzuschaffen. Wir haben 5 neue Fahrzeuge angeschafft, 3 neue Crafter und 2 T5 Kastenwagen. Das ist eine rein wirtschaftliche Betrachtung. Das letzte Jahr hat uns deutlich gezeigt, dass das neue Modell des Crafters absolut zuverlässig arbeitet und für unsere Bedürfnisse das ideale Nutzfahrzeug ist. Die Kraftstoffeinsparungen haben sich bewahrheitet. Wir sparen ca. 1,5 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern. Der größte Unterschied ist eindeutig die Zuverlässigkeit des neuen Crafters im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Kosten der Fahrzeuge haben sich im letzten Jahr bei über 200.000 Kilometer Laufleistung auf die 4 Serviceintervalle, die vom Hersteller vorgeschrieben sind, eingependelt. Und 4-mal hatten wir kleinere Geschichten, die in den Bereich der Garantie gefallen sind. Und das ist natürlich ein Wert, mit dem wir mehr als zufrieden sind. Das ist klasse, so stelle ich mir das vor. Die Werkstatt spielt nach wie vor für uns eine sehr große Rolle. Wir sind auf unser Vertragspartner, das Autohaus ASZ in Zwickau, sehr angewiesen. Wir haben hin und wieder Kleinigkeiten zu erledigen an den Fahrzeugen, die oftmals auch wie in der Boxengasse der Formel 1 erledigt werden müssen. Wir haben seit diesem Jahr keine Wettbewerbsfahrzeuge mehr im Fuhrpark. Wir sind also rein rassisch Volkswagen. Die Fahrzeuge kommen natürlich sowohl bei Kunden als auch bei Geschäftsfreunden sehr gut an. Das Erscheinungsbild unseres Unternehmens spiegelt sich in erster Linie über die Fahrzeuge. Das ist immer so das Erste, was man von uns sieht, wenn wir auf den Hof gerollt kommen. Wir hatten ein schönes Erlebnis in diesem Jahr. Ein befreundeter Handwerksbetrieb aus dem Ort hat den Crafter bei uns mal in Augenschein genommen, hat kurz mit uns geplaudert, was kann das Teil, was sind die Kosten, die anfallen. Und der Kollege war letztendlich so davon überzeugt, dass er in diesem Jahr einen VW Crafter bestellt hat. Wir haben zwischen Sommer- und Winterbetrieb beim Crafter keine Unterschiede feststellen können. Er ist absolut zuverlässig den letzten Winter durchgelaufen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Unsere Mitarbeiter sind natürlich besonders motiviert, mit neuen Fahrzeugen unterwegs sein zu können. Der Spritverbrauch, die Bequemlichkeit der Sitze, wie groß der ist, was ich alles so transportiere damit. Der Crafter ist tipptopp, muss ich sagen. Oben Fahrverhalten, leise, und es geht alles halt sehr leichtgängig. Ja, auch wenn es unrealistisch klingt, aber wir haben nichts zu meckern. Wir waren im letzten Jahr so zufrieden wie noch nie, was die Fahrzeuge angeht. Traum.